Ein Mann geht in die Kneipe und setzt sich an den Tresen. Als der Wirt fragt, was er möchte, antwortet er: Ich wette mit dir um ein Bier, dass ich etwas in meiner Jackentasche habe, das du noch nie gesehen hast. Der Wirt, mit allen Wassern gewaschen, geht auf die Wette ein. Daraufhin öffnet der Gast seine Jackentasche und holt ein kleines, 30 cm großes Männchen hervor und stellt es auf den Tresen. Das Männchen sieht aus wie der berühmte Autor Simmel und geht den Tresen entlang, schüttelt jedem Gast die Hand und sagt: Guten Tag, mein Name ist Simmel, ich bin Literat. Der Wirt, der sowas noch nie gesehen hat, ist völlig aus dem Häuschen und fragt ihn, woher er das Männchen hat. Daraufhin antwortet ihm der Gast: Geh raus, die Straße entlang, bis du an einer Ecke mit einer Laterne kommst. Dann reibe an der Laterne und es erscheint dir eine gute Fee. Der Wirt rennt sofort los, kommt bei der Laterne an und befolgt die Anweisungen des Gastes. Daraufhin erscheint ihm die gute Fee und gewährt ihm einen Wunsch. Der Wirt überlegt nicht lange und sagt: Ich hätte gerne 5 Millionen in lauter kleinen Scheinen. Die Fee klopft mit ihrem Zauberstab an die Laterne und puff! Der Wirt hat 5 Melonen in der Hand und um ihn herum lauter kleine Schweine. Stinksauer geht er zu seiner Kneipe zurück und sieht seinen Gast noch am Tresen stehen. Er geht zu ihm und schimpft: Deine Fee ist wohl schwerhörig. Ich wollte 5 Millionen in kleinen Scheinen und bekomme 5 Melonen und lauter kleine Schweine. Da sagt der Gast: Klar ist sie schwerhörig. Oder dachtest du allen Ernstes, ich wünsche mir einen 30 cm großen Simmel?